Grüß Gott zusammen. Pfingstnovene, vorletzter Tag. Also 8 Tage haben wir jetzt da schon nachgedacht. Und ich bin immer noch ganz verliebt in diesen Langton, in diese Sequenz, weil das so schöne Bilder sind. Haben Sie als Kind nicht auch gern so einen Betonmischer hinterher geschaut? Ne? Der muss sich drehen, damit es flüssig bleibt. Oder ein Glockenguss, etwas ganz, ganz Faszinierendes. In vielen Dingen muss man schauen, dass Sachen flüssig bleiben oder dass Hartes auch wieder flüssig wird. Spaghetti Carbonara, eins meiner Lieblingsgerichte, ein ganz große Kunst, da braucht man für Kaisahne dazu. Aber dass das Eigelb, also wenn man das einrührt, dass das nicht stockt, ja, da muss man also rühren, da muss sich was drehen. Als in Wien das große neue Museum, dieser Museumsbereich eröffnet wurde, gab es einen Aufsatz, der Barock, und das ist ja das Zeitalter des Heiligen Geistes, hat viel zu tun auch mit dem Punk und mit unseren modernen Kunstformen. Das ist ein bisschen rockig, ein bisschen pogig. Ja? Also wir brauchen auch ein bisschen mehr das Einlassen auf das, dass eben was kalt ist, dass das gewärmt wird, dass Überhitziges ein bisschen gekühlt wird und dass eben Festes gelöst wird. Darum habe ich jetzt auch ein bisschen eine ungewöhnliche Darbietung eben dieser Sequenz, nämlich auf die alten Rittersleid. Ich finde, da ist einfach ein Drive, ein Rhythmus drin, den man da brauchen kann. Komm herab, o heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst die Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Not. Komm herab, o heiliger großer Geist, komm herab und stärke uns so gut. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund, ohne dein lebendig Wehen, kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarkt, lenke, was den Weg verfehlt. Komm herab, komm herab, komm herab, du großer heiliger Geist, komm herab und unterstütze uns. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Komm herab. Komm herab, du großer heiliger Geist, komm herab und stärke allzeit uns. Komm herab, o heiliger Geist, Amen, Halleluja. Ja, und so segne und behüte euch der lebendige und wehende und starke Geist, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Und freut euch auf ein schönes Pfingstwochenende. So, und jetzt habe ich noch ein Schmankerl, ein Video von der Zeit damals, wie wir die neue Glocke bekommen haben. Ich glaube,